Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der NF Marsch Vierfach. So, unser Fendt ist angekommen am Hof. Das ist gut, da werden wir nämlich den Kollegen auch noch hinschicken. Und dann fahren wir den natürlich weg, dass der andere hier durchfahren kann. Der Schneidwerkswagen. Oh je. Jetzt ich und da rückwärts rein rangieren, das wird was. Das wird schon fast zu viel gewesen sein. Jetzt muss man gegenlenken. Ja. So könnte es was werden. Das Gute ist, dass es eben kein Schneidwerk drauf liegt. Jetzt muss ich wieder gegenlenken. Vorsichtig. Jetzt muss ich hier ziemlich einlenken. Naja, nicht ganz optimal, aber. Ich krieg das hin. Jetzt hier. Das war jetzt zu viel. Das war definitiv zu viel. So. Das passt. So. So können wir es erstmal stehen lassen. Den Traktor können wir natürlich noch zum Reparieren stellen. Zum Reparieren und Reinigen. Obwohl, der stört hier gerade nicht. Okay, wieso hast du den Kollegen da schon überholt? Die andere Frage, wann? Moment, das soll nicht erster Wegpunkt und nicht letzter Wegpunkt, der soll jetzt hier mittendrin wieder anfangen. Wann hat der bitteschön den hier überholt? So. Brauche ich jetzt natürlich den wieder am Hof. Zack, zack, zack. Jetzt können wir den endlich wieder starten. Ja, da wäre doch mal sowas Schönes. Wenn man hier einen größeren Anhänger hätte, wie nur 24 Ballen, ne? Mal schauen, was wir so in der Modding-Welt finden. So. Ja, stellen wir die Ballen hier ab. Die paar Stück. Das sind unsere Einstreuballen. Ich denke mal, dass ich jetzt auch noch einen Frontlader kaufe. Oder halt den Ballenspieß. Und dann den Einstreuer mit dem Traktor belad und nicht mit der Hand. Dass wir nochmal so ein bisschen einen kleinen Tick Realismus reinbekommen. Wenn wir ja schon mit Autoload und so arbeiten. Denke ich, da wird es ganz gut reinpassen, wenn wir mal ein bisschen Realismus wieder reinbringen. So, dann können wir gleich mal schauen, wenn wir den Anhänger wieder geladen haben,
wo können wir dann unser Stroh verkaufen? Wäre natürlich noch mal ein Feld cool. Ja, gibt so viel zu machen. Natürlich ein zweites Feld wäre natürlich schon nice. Na, da muss man ehrlich zugeben. Ja, das zweite Feld wäre echt nice. Aber Stück für Stück. Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich was gespart. Und zwar 1,5 Millionen. Fällt zwar nicht ganz so auf. Dadurch, da wir da die 1,5 Millionen nie hatten auf dem Konto in dem Sinn. Aber ich weiß es, was wir da gespart haben. Oh, sehr schön. So, das war jetzt der letzte Ballen. Das ist klasse. Ja, du darfst trotzdem noch weiter starten. Laufen, nicht ausschalten. Warum schalte ich den aus? Ah, egal. Stroh haben wir hier. Heizkraftwerk. Heizkraftwerk auf Wiedersehen. Jo. Das Fass können wir hier abstellen. Dann gehen wir das Wasserfass verkaufen. Aber das brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt das andere Fass können wir draußen stehen lassen. Doch. 141.000 Weizen. Ja, damit müssen wir mal eine Weile hinkommen. Ist zwar voll mit Wasser, aber das ist mir egal. Ah, Moment. Können wir ja gerade, wenn wir schon am Händler dann sind, den Ballenspieß mitnehmen. Die Schaufel bleibt hier. Ja, was soll man da sagen, ne? Ich hatte in Frankreich noch gedacht, mit Gewächshäusern, aber irgendwie finde ich, passen die Gewächshäuser hier nicht hin auf die Karte. Ich weiß nicht wieso. Wäre zwar noch ein cooler Nebenverdienst so gewesen, aber nee. Dann machen wir es lieber so, dass wir das Fass jetzt verkaufen, weil wir haben ja eh noch das andere Fass. Das Wasser haben wir ja eh aus Frankreich mitgenommen. Frontlader-Werkzeuge, da haben wir sie. Den Dunggabel, nee, ich will den Ballenspieß. Aber das sieht ja cool aus. Das ist eher für die Rundballen, oder? Der müsste auch eher für Rundballen sein. Ja. Der Bell King. Da könnte man auch Rübenschnitzel machen, oder? Ja, genau, der kann die zerkleinern, das ist gut. Dann haben wir hier die Rübenzange, Palettengabel. Und das wird jetzt einfach der Ballenspieß. Das passt schon. Da hat die Quaderballen drauf, ja, die müssen wir oben auch noch abfahren. Ballenspieß.
tanken, tanken, da war was. Jetzt sollten wir tanken. Den Traktor. Tankstellen mit der Diesel. Fahren wir den dann auch gerade auf die Reparaturfläche. Genau. So, das Stroh verkaufen. Ui. Dass das so eine schöne Menge Stroh ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Da läuft ein Zufall 75. Das jetzt hier wieder ausspucken. Mit den Gerätschaften hier rüber. Genau, zack, sind sie weg. So, tanken wir den auf. Sagen, dann tun wir uns mal ein bisschen um die Kühe kümmern, einstreuen. Auf 400 Euro Kraftstoff liegen lassen, na, das ist auch. So. Let's go. Es wäre schon cool, wenn wir den Kredit wieder draußen hätten, vor dem Umzug. Könnte sogar knapp reichen, wenn ich hier den Kontostand angucke. Ja, wird auch reichen. Also je nachdem, wie viel Ballen wir natürlich jetzt noch so loswerden können. Ne? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Also, ich habe jetzt gar nicht auf große Ballen gestellt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, dass es halt die großen Ballen sind. Ansonsten ist es halt so. So. Da haben wir kein Strom mehr drin. Ja, nicht mehr lang. So. Aber das werde ich jetzt nicht hier im Onboard machen. Moment. Ja, hier wäre wieder mal komplett schief gepackt. Natürlich gerade mal hin. Da springen wir natürlich gerade mal hin und nehmen gerade mal die zwei Ballen hier auf. So. Ah, das sind eben die kleinere Ballen. Ja, deswegen liegen hier so viele. Aber alles gut. Ich bin ja echt mal gespannt, wann es soweit ist, dass ich da rausfahre und da den Traktor im Wasser versenke. Können wir schnell schauen, wie tief es da ist. Jetzt mal rein. Obwohl, geht ja eigentlich. Geht noch. Aber ich glaube, da werden trotzdem Ende. Das ist ein bisschen doof.
Eigentlich aufgepasst. Müssen wir es auch öfters fahren, natürlich, ne? Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Aber egal, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.